Für mich auch ein Eis, aber bitte ein größeres als er da. Wer da? Was? Ich meine Erdo. Also Erdogan da. Sag mal, haben Sie denn beim Liften das Hirn rausgedrückt? Ja, vielleicht. Können wir uns jetzt wenigstens auf Augenhöhe unterhalten. Oh, der Rest ist Trinkgeld. Nix, Herr Kollege, das reicht nicht. Ich krieg noch 1000 Rubel. Ist aber ganz schön teuer. Steht russisches Eis jetzt etwa auch auf der Sanktionsliste? Jo, sicherlich. Und was geht sonst so? Muss zu Hause noch Wahlen manipulieren. Gewinnen meine ich. Ich dachte immer, das ist das Gleiche. Schmeckt gar nicht mal so gut. Ist wegen der Sanktionen aus Holzmehl. Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist eine unglaubliche Katastrophe. Wir schauen heute auf die Situation in der Türkei und wir wissen, viele auch in Deutschland sind davon betroffen, haben Angehörige, haben Freundinnen, Freunde verloren, betrauern ihre Liebsten. Das Leid sprengt jede Vorstellungskraft. İnsan ölür, ama ölmeyen insan liktir, başın sağ olsun Türkiye. Mindestens 48.000 Menschen sind im Erdbebengebiet gestorben, wurden unter ihren Häusern verschüttet oder sind erfroren, weil Hilfe zu spät kam. Und inzwischen stellt man in der Türkei auch immer häufiger die Frage nach der Verantwortung. Streng genommen, muss man wohl sagen, sind hier zwei Naturkatastrophen zusammengekommen. Erstens das Erdbeben und zweitens der türkische Präsident Erdogan. Es wird immer klarer, dass er auch eine Mitschuld trägt und seine Partei auch am Ausmaß dieser Katastrophe. Ja, Mitschuld zum Beispiel dafür, dass Menschen keine Zelte, keine Decken und kein Essen bekommen haben. Leider ist Erdogans Katastrophenschutz so katastrophal, dass es dafür eigentlich schon wieder einen eigenen Katastrophenschutz geben müsste. In den vergangenen 20 Jahren hat Erdogan die Katastrophenschutzbehörde umgebaut und Schlüsselpositionen mit seinen Günstlingen besetzt, vor allem mit ultrakonservativen Religiösen. So ist zum Beispiel ein Theologieprofessor als Führungskraft des türkischen Katastrophenschutzes tätig. Ein Theologieprofessor. Im Ernstfall soll wohl Gott helfen. Man sieht aber an dieser Tragödie, Gott hat zwei Nachteile. Erstens, womöglich gibt es ihn nicht. Und zweitens, selbst wenn es ihn gibt, liefert er kein schweres Gerät und keine Zelte. Dazu kommt, viele Häuser waren nicht erdbebensicher. Die Türkei hat in der 20-jährigen Regierungszeit Erdogans einen unglaublichen Bauboom erlebt. Profitiert haben zahlreiche Günstlinge des Präsidenten in der Bauwirtschaft. Vor allem 5 Unternehmen, die als Fünferbande bekannt sind, die bekamen fast alle staatlichen Aufträge. Insofern ist es etwas zu einfach zu sagen, olanlar hep oldu. Evet. Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler. Es ist Schicksal, ne? Katastrophen passieren sozusagen von Gott geschickt. Ich kenne mich jetzt mit Religion nicht so gut aus, aber ich glaube, Gott arbeitet nicht in der Baubehörde und er hat kein Bestechungsgeld von Bauunternehmern bekommen, die sich über Bauvorschriften hinweggesetzt haben. Nach dem Beben von 1999 ist in der Türkei eine Erdbebensteuer eingeführt worden. Wohin ist das Geld geflossen? Erdogan sagt, Zitat, wir haben keine Zeit, über solche Dinge Rechenschaft abzulegen. Aha, weil man damit beschäftigt war, rund um die Uhr erdbebensichere Gebäude zu bauen? Nein, offenbar nicht. Das türkische Ministerium für Urbanisierung hat vor einigen Jahren erklärt, dass mehr als die Hälfte aller Gebäude in der Türkei nicht den geltenden Normen entsprechen. Und das ist kein Schicksal, das ist komplettes Versagen der politischen Führung. Es wäre auch anders gegangen. Die Stadt Kahramanmaraş, nahe dem Epizentrum des Bebens gelegen, wurde in weiten Teilen zerstört. Ein Gebäude aber blieb unbeschädigt. Es ist das örtliche Hauptquartier der türkischen Stadtplanungs- und Architektenkammer. Die Fachleute hatten dafür gesorgt, dass ihr Haus nach den staatlichen Vorschriften für erdbebensicheres Bauen errichtet wurde. Unfassbar, das ist natürlich teurer. Und man macht sich als Politiker oder Beamter natürlich beliebt, wenn man ein Auge zudrückt. Und das hat Erdogan sehr regelmäßig und im großen Stil getan. Und dann gibt es noch die fatale Bauamnestie. Illegal errichtete Gebäude konnten nachträglich gegen Zahlung einer Strafe legalisiert werden. Das spülte Milliarden in die Staatskasse. Was Erdbebenexperten zur Weißglut bringt, dem gab der Präsident damals den schönen Namen Baufrieden. Schöner Name, ja, viel schöner als Korruption zum Beispiel. Man könnte auch Raubüberfälle legalisieren und nennt das Ganze dann Handtaschenfrieden. Warum nicht? 2018 zum Beispiel wurden kurz vor den Wahlen mehr als 7 Millionen Gebäude nachträglich legalisiert. Das Kalkül dahinter ist ganz klar. Fast 60% der Türkinnen und Türken sind Eigenheimbesitzer. Viele Gebäude sind illegal. Das heißt, wenn man die legalisiert, hat man viele Wähler. Sie wissen möglicherweise, dass Erdogan-Songs bei Extra 3 eine gewisse Tradition haben. Und
Offenbar ist es mal wieder Zeit. Ich bin der Bosporus Boss. Mit meiner Wuschelmütze fahr alles in die Grütze hier. Die Wirtschaftskrise mit 85% Inflation, hoher Arbeitslosigkeit trifft die Menschen hier am härtesten. Die Lira stürzt ab. Die Wirtschaft läuft auf der Felge. Doch bei mir läuft's wie geschmiert. Oh. Brauche ich nicht. Die zeig ich an. Sperr weg, weg, weg. Und bleibe fest auf meinem Thron für immer. Der Katastrophenschutz ist dank mir eine Katastrophe. Und Pfusch am Bau hab ich legalisiert. Liebt mich.